Rund 20 Landwirte aus dem Leipziger Land, Nordsachsen und Mittelsachsen versammelten sich am Nachmittag des 8. Juli zu einer spontanen Protestaktion auf der Autobahnbrücke bei Krottewitz nahe Nerschau. Grund dafür die sich zuspitzende Situation der Landwirtschaft, vor allem in den Niederlanden. Landwirte, die sich nicht an die neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich der Düngung halten, sollen sogar zwangsenteignet werden. Also so, dass wir wollen wir in Solidarität zeigen zu den holländischen bzw. europäischen Bauern, die gerade für ihren Berufsstand kämpfen. Das letzte Eklat, dass zum Beispiel auf holländische Bauern oder Demonstranten geschossen wurde, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und deswegen stehen wir heute solidarisch hier, weil man sollte nie den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und das ist nun mal die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft trägt dazu bei, dass wir alle nicht hungern müssen, dass es uns gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen wollen wir heute einfach mal Flagge zeigen und einfach auch mal Danke sagen. Die Auflagen für Landwirte steigen. In Deutschland sind ähnliche Verordnungen angekündigt, die jedoch die Arbeit der Landwirte einschränkt und die Qualität und Quantität der Erträge mindert. Ja, wir kämpfen ja schon aktuell seit 2-3 Jahren für unseren Berufsstand und es ist ja so, dass immer mehr Auflagen kommen, immer mehr Unsicherheiten entstehen und wir ja gar nicht am Ende wissen, wie wir etwas machen sollen, dass wir eben auch noch gewinnbringend produzieren müssen oder produzieren. Wir sind nicht gegen Umweltauflagen oder sonst irgendwas, wir wollen einfach unseren Beruf ausüben, so wie wir ihn gelernt haben und wir haben die Praxis, wir sind aus der Praxis und dort müssen wir irgendwo hin. Aus diesem Grund stehen sie hier gemeinsam ein. Also es ist so, dass wir Solidarität zeigen wollen zu den holländischen Bauern bzw. spanischen und auch italienischen, die gerade für den Berufsstand einstehen. Die holländische Regierung hat es ja wie die deutsche vorgemacht, dass noch mehr Auflagen die Landwirte erreichen und wir am Ende noch weiter abgestoßen werden. Und das, der Eklat am Ende war ja, dass die Polizei dort in Holland schon auf Traktoren geschossen hat. Und das geht eigentlich gar nicht, finden wir. Und deswegen stehen wir heute solidarisch zu den holländischen Bauern, die für ihren Berufsstand kämpfen und vor allen Dingen auch für den Beruf, die Berufung Landwirtschaft. Dies passiert auch nicht nur in spontanen Protestaktionen wie hier. Der Austausch mit dem Staatsministerium wird oft gesucht. Erst im März war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Besuch im naheliegenden Kannewitz, um in Austausch mit den Landwirten zu treten. Diese benötigen dringend Reformen, die jedoch auch praxisnah und umsetzbar sind. Ein weiteres Zeichen für den Berufsstand wurde hier auf der Brücke über der A14 gesetzt.